Okay, also wir füllen hier Gras rein erstmal. Also unten kommt Gras rein. Ja. Das verschließt das Ganze erstmal. Dann hast du ein anderes Sediment und zwar nehmen wir hier mal Kieselsteine oben drüber. Wir nehmen dann Sand, es muss nicht unbedingt noch Erde dazwischen, kann man machen, muss man aber nicht. Da bist du frei. Sand, dann nochmal Aktivkohle. Es geht also von grob nach fein, das muss man sich in seinem Kopf festhalten. Und dann kann man das wieder nach oben hin genauso auffüllen, also dann wieder Sand, Kiesel, Gras. Also das heißt, ich habe grob bis fein. Du kannst auch zwischendurch immer mal wieder Aktivkohle reinstreuen, das macht gar nichts. Das wird dann auch nochmal mit gereinigt und dann kommt hier das verschmutzte Wasser rein. Also das kommt oben rein, da hängst die Flasche irgendwo auf, das kommt oben rein, das verschmutzte Wasser und wird dann durchgereinigt. Also das System ist für Outdoor-Leute, ne? Für Leute, die draußen unterwegs sind. Und mit sehr schlammigem Wasser zu tun haben. Das muss ja erst, müssen ja erstmal die Schwebstoffe und alles raus. Und man weiß ja auch nicht, was da jetzt drinnen gelöst ist in dem Wasser. Es kann ja alles Mögliche drin sein. So, das wird da durchgeschickt und dann sollte das so halbwegs klar rauskommen. Also das ist wirklich erstaunlich, wie klar das Wasser dann wird. Muss man echt mal selber ausprobieren. Man hat schon eine sehr gute Vorreinigungsstufe durch dieses System. Also das ist jetzt man nimmt also wieder sein vorgereinigtes Wasser, nur damit man weiß, wie das System funktioniert. Also ausschlammern, dann ist es schon mal vorgeklärt, aber dann sollte es noch in einer Flasche mit Zitronensaft in die Sonne gelegt werden, weil Zitrone und UV-Licht dafür sorgt, dass zum Beispiel Aluminium oder auch Eisen ausgefällt wird. Eisen wäre ja gut für den Körper, aber ja, das Aluminium will man nicht drin haben. Das wird ausgefällt und das kann man dann unten als Schlamm sehen in der Flasche. Wie viel Zitrone auf einen Liter Wasser? Du brauchst nicht viel, ein paar Tropfen. Ach, nur, also eine halbe Zitrone reicht locker. Und wenn jetzt, also mal angenommen, es würde kein Wasser mehr laufen, dann wären halt die Maßnahmen zu ergreifen, von denen ich gesprochen habe. Schaut, wo sind die Flüsse, die Seen, die Brunnen und so weiter und so fort. Filter ist immer wichtig, braucht man sowieso, wenn man jetzt irgendwie nicht mehr das Wasser aus der Leitung hat. Und hey, das Wasser aus der Leitung ist eh nicht sauber. Das ist Abwasser aus der Membranfilteranlage. Nochmal gut, das zu hören. In einer Stadt ist das Wasser nicht sauber, sondern Abwasser aus einer Membranfilteranlage, das immer noch belastet ist mit zumindest Medikamenten mit kleiner Molekulargröße. Richtig. Weil das kriegen wir nicht raus. Das ist die Homöopathie, die im Wasser mitschwingt.